Die Katze macht sich jetzt bequem bei mir auf dem Schoß, ne? Ist klar. Deswegen sehen meine Klamotten immer so aus, weil du mich voller Katzenhaare. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hier verirrt hast. In Teil 1 und 2 habe ich dir meine komplette Eyeshadow-Lidschatten, je nachdem, ob man es auf Deutsch oder Englisch aussprechen will. Ich habe euch auf jeden Fall meine komplette Sammlung an Eyeshadow-Palettes gezeigt. Und dabei waren auch ein paar, wo ich so ein bisschen zwischen den Stühlen stand, weil so richtig geflasht haben sie mich auf den ersten Blick auch nicht, aber irgendwie konnte ich sie auch noch nicht weglegen. Deswegen habe ich gesagt, die kommen auf den Vielleicht-Stapel und die müssen sich nochmal beweisen. Und das haben sie in den letzten Wochen, sodass ich jetzt zwei Stapel habe. Der Stapel Nummer 1 mit den Paletten, die mich noch zusätzlich verlassen werden, und der Stapel Nummer 2 mit den Paletten, die bei mir bleiben. Ich fange mal mit denen an, die bei mir bleiben, und erzähle euch ein bisschen was dazu. Zunächst einmal habe ich hier zwei solche kleinen. Das eine ist von Lovely, die Surprise Me Eyeshadow Palette. Das ist ja eine polnische Marke, die habe ich auch in Polen gekauft und die hatte ich tatsächlich im Urlaub, in meinem Kurzurlaub dabei gehabt und habe dementsprechend mir gesagt, kommt, die bleibt bei mir, weil es ist wirklich eine schöne kleine Palette, gerade wenn man irgendwie nur das Wochenende weg ist. Genauso wie die von Steve Laurent, die Birthday Edition. Die war, glaube ich, in der Glossy Box drin. Auch die habe ich jetzt behalten. Ist eine sehr zurückhaltende Palette, aber wenn man mal auch... Ich habe meine Schwester halt im Urlaub auch regelmäßig geschminkt. Genau, und deswegen dürfen die beiden bleiben. Welche auch bleibt, weil sie einfach so wunderschöne Pastelltöne hat, ist die I Heart Revolution Tasty Coconut. Die Töne sind einfach toll. Das ist jetzt keine Palette, zu der ich jetzt mega häufig greifen werde, aber die Pastelltöne als auch die Schimmertöne sind super schön und deswegen darf sie bleiben. Ursula von Essence aus der Villains LE, aus der vorletzten, wenn ich mich nicht irre, hatte ich noch gar nicht probiert, habe ich jetzt schon ein paar Looks mitgemacht und ja, natürlich ist sie wunderschön und deswegen bleibt sie definitiv bei mir. Evelyn Cosmetics, The Nudes oder Shocking Nudes, genau, bleibt auch erstmal bei mir, auch unter anderem, weil ich noch ein Fullface Evelyn Cosmetics mit euch machen möchte. Ich finde sie nicht schlecht, sie ist aber schon eher von der Kategorie, vielleicht tausche ich die noch gegen eine andere Evelyn Cosmetics Palette aus. Die habe ich auch halt noch nicht da. Ein Riesending, mir schrieb schon jemand, wenn du die nicht haben willst, ich nehme die. Die bleibt auch bei mir, die Dominic The Moment von Dominic Cosmetics. Ja, es ist mir eigentlich von den matten Tönen ein bisschen zu langweilig, aber die Schimmertöne sind so, so toll. Die bleibt bei mir. Auch die So Dope von Makeup Obsession, gehört jetzt Revolution, mit Cannabis Sativa, bleibt bei mir. Das ist einfach eine schöne grün-blaue Palette. Sie könnte noch ein bisschen cooler von den grünen Tönen sein, aber da habe ich mir jetzt ja auch die Earthy Palette von von Beauty Bay bestellt und dementsprechend, ja. Was ich auch behalte, allein schon, weil man hier die Fännchen auswechseln kann, ist die Berlin 89 Palette von Liesl Cosmetics. Die ist auch wirklich schön und die Qualität ist toll. Das sind jetzt auch alles keine Paletten, zu denen ich regelmäßig greifen werde, aber sie gefallen mir noch gut genug. Welche ich gerade wirklich so ein bisschen wieder für mich entdeckt habe von I Heart Revolution, einmal Cotton Headed Ninny Nuggins, ja. Die hat einfach so schöne, auch geht auch so ein bisschen ins Pastellige, auch ein sehr großes Farbspektrum. Gefällt mir mega gut, darf bei mir bleiben. Ich habe euch ja auch gesagt, ich zeige euch auch nachher noch, wie ich es einsortiert habe. Ihr seht es da oben schon, da ist schon quasi die einsortierten Sachen. Das mache ich dann nämlich gleich noch und dann gibt es da auch eine Videoaufnahme von. Die folgenden Paletten sind nun endgültig aussortiert. Zum einen von Fab Factory die Sparkle, also von Max von Action. Die Töne sind schön, es ist eine solide Palette. Ich habe aber tatsächlich so eine ähnliche, die mich irgendwie ein bisschen mehr flasht. Die ist, glaube ich, von Essence. Das ist die hier bitte auch noch weg. Ja, die Catrice Pro Slimmatics sind irgendwie immer ein ganz großes Thema, weil von der Farbkombi haben wir irgendwie immer nicht so coole Sachen dabei. Hier auch so... Ich greife halt nicht zu der
Und deswegen geht sie jetzt weiter. Ich habe damit ein, zwei Looks noch geschminkt, aber irgendwie so richtig geflasht hat sie mich nicht. Die Qualität ist okay. Ja, die geht gleich im Müll, weil hier habe ich was rausgenommen. Und eine meiner ersten großen Lidschattenpaletten, oder zumindest aus meiner anfänglichen Sammlung, nicht die erste, aber die so ein bisschen bunter war, die Loud and Proud von Rival Loves Me. Es ist eine schöne Palette. Und gerade wenn ihr starten wollt und gerne mal so ins bunte Business gehen wollt, aber die Schimmertöne können halt irgendwie nicht so krass viel und auch die, also die matten Töne sind toll, aber die Schimmertöne, ich habe bessere, die jetzt so bunt sind. Die Red Velvet von, das müsste Revolution, irgendeine Untermarke von, ich glaube, I Heart Revolution sein, geht jetzt auch weiter. Die ist schön, aber auch hier irgendwie flasht sie mich nicht. Deswegen geht sie weiter. Welche auch weitergeht, obwohl sie noch ganz frisch bei mir ist, aber sie hat mich damals im Video schon nicht überzeugt und jetzt auch in der Anwendung nicht. Von Catrice aus der Limited Edition Beautiful You, die Eyeshadow Palette. Das ist halt so eine typische Catrice Palette, ne? Um euch das jetzt mal im Vergleich auch zu zeigen. Also das sind die Farben. Mein hässlicher Fingernagel, machen wir mal so. Um das jetzt einfach mal so im direkten Vergleich zu machen, damit ihr wisst, was ich meine mit so, das sind so typische Catrice Farben. Überzeugt irgendwie nicht. Ist auch fast das gleiche Format. Die Beautiful You ist ein bisschen größer. Wovon ich mich jetzt auch getrennt habe, ist von Douglas die Spring Vibes Eyeshadow Palette. Auch die war cool, weil sie so ein bisschen andere Farben hatte. Soll ja, glaube ich, so ein bisschen die Anastasia Beverly Hills Paletten imitieren. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber irgendwie gerade auch die Schimmertöne, das flasht mich alles nicht so. Und last but not least, und das einfach, weil sie wirklich gut aufgebraucht ist und ich jetzt gesagt habe, ich habe andere in der Richtung, obwohl ich sie sehr, sehr schön finde. Die Catrice Reach Up for the Sunrise, ich weiß nicht, wie alt die ist, aber ihr erkennt, ich habe bei zwei Fändchen schon das Hit the Pan. Die geht jetzt einfach weiter, genau. Obwohl es wirklich schöne Farben hier drin sind, aber die ist einfach, also die geht jetzt auch tatsächlich in den Müll. Bei den anderen... Die anderen sind, glaube ich, alle noch so weit in Ordnung. Dazu kommen wir gleich noch. Ich zeige euch jetzt als nächstes mal, wie da oben das aussieht. Dafür räume ich jetzt noch die restlichen Paletten ein. Mal sehen, ob ich das jetzt noch hinkriege, weil da oben ist schon gut gefüllt. Und dann zeige ich euch mal, wie das da oben aussieht. Ist vom ersten Gefühl war so, ist gar nicht so viel, was ich habe. Aber doch, ich habe ganz schön viel. Das heißt, wir sehen uns gleich. Und hier haben wir jetzt meine Sammlung. Ich habe es ein bisschen nach Farben sortiert, deswegen ist es natürlich nicht die gleiche Höhe. Das war mein erster Gedanke, das nach den Größen zu sortieren. Mich jetzt aber für die Farben entschieden und werde trotzdem aber so ein bisschen kleiner nach hinten. Und in diesem Kästchen, das hole ich euch jetzt mal raus, befinden sich nämlich so die ganzen kleinen Paletten, die ich so habe. Weil die aufzustellen dann doch immer relativ schwierig ist. Ja, und... das ist quasi das fertige Ergebnis und wenn es dann geschlossen ist im Schränkchen, sieht es dann so aus. Man könnte fast denken, es wären Bücher. Das ist also meine nun neue, alte Make-up-Sammlung. Hallo Sammy. Wie sie nun auch einsortiert ist, ich bin total begeistert. Das sieht wirklich total schön aus. Und die Katze nervt mich hier schon ein bisschen. Sag mal Hallo zu den Leuten. Ja, ich mag dich auch. So, und runter. Ich werde euch jetzt, denn ich wäre nicht ich, wenn ich nicht euch auch jetzt noch ein kleines Gewinnspiel machen würde. Es läuft übrigens auch gerade die 500er Verlosung, vielleicht noch, ich weiß gar nicht, eventuell nicht, vielleicht kommt es erst am Sonntag, ich weiß es nicht. Also, es gibt eine Verlosung, denn ihr habt ja gemerkt, hier sind einige Paletten, die nun mal ihren Weg jetzt woanders hinfinden müssen. Und ich habe zwar meinen Trashy, aber sind wir ehrlich, also, da kann ich jetzt noch die nächsten drei Trashys mit bedienen. Dementsprechend, ich blende euch jetzt einfach mal alle Paletten ein, die ich so da habe. Das mache ich als Video. Ihr müsst dann zwischendurch Pause machen oder so, ne? Das machen wir jetzt einmal. Thank you.
So, ihr habt jetzt ja alle Paletten gesehen. Ich habe sie auch durchnummeriert. Bei manchen stehen quasi bei drei kleinen Paletten oder zwei, drei kleinen Paletten eine Nummer. Dann kriegt ihr quasi die drei zusammen. Das sind ja die Slim, diese kleinen Five in the Box von Catrice und die von Real Love Revolution. Alle anderen sind durchnummeriert. Das heißt, ihr müsst euch dann gar nicht irgendwie einen Namen irgendwie merken, sondern könnt einfach die Nummer dann unten reinschreiben. Genau, und dann wisst ihr jetzt Bescheid, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Wie immer muss natürlich ein Däumchen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal vorhanden sein, denn das geht natürlich raus an meine treuen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ansonsten, den Kommentar unten mit der Nummer reinschreiben. Und das wären dann die Teilnahmebedingungen. Und natürlich Wohnsitz in Deutschland, das ist ganz wichtig, einfach für den Versand. Und über 18 müsst ihr sein. Und ich werde, wir haben ja gerade die 500 Abos, ne? Dann werde ich 5 Leute auswählen, die eine ihrer Wunschpaletten dann auch bekommen. Ja, im Bestfall sind hier nicht eh nie mehr als 5 Kommentare, also kriegt jeder, der kommentiert, auch besser seine die Lidschattenpalette zugeschickt. Wie gesagt, ihr habt sie gerade gesehen, sonst spult jetzt nochmal zurück, guckt euch nochmal um. Und dann gehen die an euch raus. 5 Leute, das wird ein einfacher Versand, diesmal auch dann kein versicherter Versand mit Sendungsverfolgung, das heißt, genau, ihr müsst euch dann halt nur entsprechend rechtzeitig melden. Wie immer geht das Gewinnspiel dann eine Woche. Im Bestfall sind ein paar mehr als 5 Leute, obwohl im Bestfall für euch eigentlich nicht. Ich freue mich natürlich immer. Das war's dazu. Auf die Nachfrage, ob ich noch weitere meinen Schminktusch hier mal zeigen soll, inklusive den ganzen Sachen, habe ich schon ein großes, lautes Ja von euch gehört. Das heißt, auch das plane ich dann mal als Projekt abzufilmen. Ich weiß noch nicht, in welchem Größenformat es dann wird. Aber dann kann man dabei auch mal ein bisschen aussortieren. Ist ja auch nicht schlecht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst. Wir haben die 500 Abos gerade geknackt und gehen jetzt schon wieder fleißig auf die 600 zu. Ich glaube, aktuell sind wir bei 517 Abos. Die Katze macht sich jetzt bequemer mir auf dem Schoß, ne? Ist klar. Deswegen sehen meine Klamotten immer so aus, weil du mich voller Katzenhaare machst. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier meine Playlist mit dem Declutter Style. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Ciao, ciao!